this very important word love is. Dieses sehr wichtige Wort Liebe. One that's very important for us each to be clear about. What do we mean when we use love? Da ist es sehr, sehr wichtig, was wir damit meinen, wenn wir das Wort Liebe benutzen. So here we have two people in a relationship. Hier haben wir also zwei Leute, die eine Beziehung miteinander haben. Who use the word love in quite a different way. Die das Wort Liebe sehr unterschiedlich in den Mund nehmen. And this person is going to begin this dialogue. Und diese rechte Person, die fängt das Gespräch an. With a very frightening question. Mit einer sehr beängstigenden Frage. So if you're afraid of violence, don't listen. Wenn ihr Angst habt vor Gewalt, dann hört jetzt bitte nicht zu. Do you love me? Liebst du mich? I warned you. But don't worry, the giraffe knows how to handle it. Ich warne euch, aber keine Angst, die Giraffe weiß schon, wie man damit umgeht. Wolf, when you ask me if I love you, Wolf, wenn du mich fragst, ob ich dich liebe, are you using the word love as a feeling? Meinst du dann das Wort Liebe als Gefühl? Yeah, of course. Natürlich. I just needed to be clear. Ich wollte es einfach nur klarstellen. So you mean, do I feel warm, tender, cuddly feelings toward you? Du meinst also, fühle ich warme, zärtliche, liebevolle Gefühle dir gegenüber? Yes. Ja. I see. Ah ja, verstehe. I had to get that clear. Das muss ich erstmal klarstellen. Because we giraffes do not use the word love as a feeling. Weil wir Giraffen das Wort Liebe nicht als Gefühl benutzen. We use it as a need. Wir benutzen es als ein Bedürfnis. And we realize how important it is to be clear what our requests are to fulfill that need. Und wir sind uns sehr klar darüber, welche Bitten sich dann anschließen, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. But okay, I see that you use it as a feeling. Aber okay, ich verstehe jetzt, du benutzt es als Gefühl. And I see how important my answer is to you. Und ich sehe, wie wichtig meine Antwort für dich ist. So please ask the question again. Also frage bitte noch einmal. And I'll do my best to answer it honestly. Und dann tue ich mein Bestes, um dir eine ehrliche Antwort darauf zu geben. Do you love me? Liebst du mich? When? Wann? When? Wann? How can I possibly answer your question honestly without knowing a specific time and place? Wie könnte ich deine Bitte mit ehrlich beantworten, wenn ich nicht weiß, wann genau du das meinst, eine genaue Zeit und Zeitpunkt und einen genauen Ort. Feelings change from moment to moment. Gefühle ändern sich von Sekunde zu Sekunde. So I have to know a specific time and place to answer you honestly. Um dir ehrlich antworten zu können, muss ich also genau wissen, an welchem Ort und zu welcher Zeit du das möchtest. Well, what about right now? Wie wär's mit sofort? No. But check with me again in a few minutes. You never know. Aber frag mich noch mal in ein paar Minuten. Man weiß ja nie. So it seems to me that, you know, that's different ways of looking at love, you see. Das sind also so unterschiedliche Arten, wie man mit dem Thema Liebe umgehen kann. One to call it a feeling. Eine Möglichkeit ist es, ein Gefühl zu nennen. But then the question, do you love me, is unanswerable, really. Aber dann ist es die Frage, liebst du mich, kann man nicht beantworten. Unless you talk about a certain moment. Außer man spricht über einen speziellen Augenblick. But to a giraffe, it's a need. Und für eine Giraffe dreht sich da um ein Bedürfnis. And it's a need for which it's very important to be clear what our requests are to meet that need. Und für dieses Bedürfnis ist es jetzt sehr wichtig, da eine klare Bitte zu haben, zu wissen, wie man sich vorstellt, dass das Bedürfnis erfüllt werden kann. Because human beings fall into five different groups when it comes to what it takes to meet this need. Weil es unter den Menschen, die teilen sich in fünf verschiedene Gruppen auf, wenn es um die Frage geht, wie kann man dieses Bedürfnis erfüllen. There's a book called The Five Languages of Love. Es gibt ein Buch, das heißt Die fünf Sprachen der Liebe. That shows that
the problems that people get into, because what meets one person's need for love doesn't meet another. Das zeigt, in was für Probleme Menschen kommen können, weil das, was für eine Person das Bedürfnis erfüllt, erfüllt es nicht für eine andere Person. So very often I have to help people that are not getting their need love met in the relationship to get clear about what they want to meet their need for love. Ich muss also oft Leuten helfen, die sich einfach nicht darüber im Klaren sind, wie sie das ihren Wunsch nach Liebe erfüllen möchten, wie das gehen kann, was sie dafür konkret brauchen. So I was once working with a husband and wife. Ich habe mal mit einem Ehepaar gearbeitet. Her need for love, she said, wasn't getting met in the relationship. Und sie sagte, dass sich ihr Bedürfnis nach Liebe in dieser Ehe nicht erfüllte. So I said to her, tell your husband what he can do to better meet your need for love. Und dann sagte ich, sag bitte deinem Mann, was er machen kann, um dein Bedürfnis nach Liebe zu erfüllen. He said, yes, I'd like to know that. Dann sagt der Mann, ja, das möchte ich gerne wissen. I think I show you love and you say I don't. Ich glaube schon, dass ich dir Liebe zeige und du sagst immer, nein, du zeigst mir keine Liebe. So tell him what you want. Also sag ihm, was du möchtest. To meet your need for love. Dass sich dein Bedürfnis nach Liebe erfüllt. You know. Das weißt du schon. He said, I don't know. Ich weiß es nicht. You say I'm not meeting your need for love. I don't know. Du sagst immer, dass ich dein Bedürfnis nach Liebe nicht erfülle und ich weiß einfach nicht, was du willst. Well, it's hard to put in so many words. Es ist schon schwer, das in so viele Worte zu fassen. Well, if it's hard for you to say, can you see how hard it will be for me to do? Wenn es dir so schwer fällt, das in Worte zu fassen, kannst du dir vorstellen, wie schwer es für mich ist, das dann zu machen? Yeah, I see. Oh ja, das, dann verstehe ich das doch, ja. It's embarrassing. Peinlich, peinlich. Yes, very often we hide a lot of oppressive games behind vague words. Ja, oft verbergen wir viele unterdrückerische Spiele hinter so vagen Ausdrucksformen. So what do you want him to do to meet your need for love? Was möchtest du gerne, dass er tut, damit sich dein Bedürfnis nach Liebe erfüllt? I want you to guess what I want before I even know what it is. Ich möchte gerne, dass du rätst, was ich möchte, bevor ich selbst weiß, was ich möchte. And I want you always to do it. Und dann möchte ich, dass du es dann auch immer machst.